Moin Freunde und willkommen zurück auf meinem Kanal. Kennt ihr diese Wait a Second Momente? Einen davon hatte ich vor, ja, ich würde sagen etwas mehr als 2 Jahren oder ziemlich genau 2 Jahren, als das Sanrenmu 7315 das erste Mal, für mich das erste Mal, in den sozialen Netzwerken aufgetaucht ist. Und die Leute alle ziemlich begeistert waren von einem 25-Euro-Taschenmesserchen aus China. Ja, ich wollte dann wissen, wo der ganze Hype herkommt, was das alles zu bedeuten hat, und habe mir dann die Version hier in, ja, offiziell heißt das Fruit Green, bei Michael Schiffner von Usaya Knife Distribution geordert. Was soll ich sagen? Das Teil war dann für, ich würde sogar behaupten, ziemlich genau ein Jahr das Messer, mit dem ich hier gesessen habe und zum Frühstück oder zum Abendessen meine Tomaten, meine Gürkchen, meine Radieschen geschnitten habe. Und ich habe dafür tatsächlich in dieser Zeit so gut wie kein anderes Messer genutzt. Es war immer dieses. Irgendwann kam der Michael dann mit den ersten Mikata-Varianten, die ersten, die verfügbar waren aus China. Das waren G10 und ein G10 Carbon-Laminat. Das G10 Carbon-Laminat kam damals, glaube ich, 32, 33, liegt aktuell, glaube ich, bei 35 €. Ist also immer noch ein extrem erschwingliches Taschenmesser, wenn man mal bedenkt, dass die Teile Sandvik 12C27 Stahl verbaut haben. Also kein 8C 13 oder sonst irgendwas von den China-Stellen, die nicht schlecht sind, aber die halt nicht den allerbesten Ruf haben, sondern ihr kriegt hier ein 42A-konformes Slip-Joint-Taschenmesser mit Sandvik-Stahl in einer super Verarbeitung, mit einer Top-Handlage, was nichts wiegt. Wir schauen uns das gleich nochmal im Vergleich an, das zudem noch diesen genialen, umsetzbaren Clip hat, den ihr einfach nur zusammendrücken müsst und dann auf Left-Hand-Carry umsetzen könnt. Was soll ich sagen? Das Ding war von der ersten Sekunde an ein absoluter Gewinner. Dazu hat es mich tierisch gefreut, dass das Fruit Green in Wirklichkeit dieses schöne helle Gelb ist, mit dem blauen Clip und dem blauen Pivot Collar hier, mit dem kleinen Kranz, der hier nochmal um die Achsschraube gesetzt ist. Das Ding ist einfach ja für den Preis nicht zu schlagen. Meiner Meinung nach das beste Budget-Taschenmesserchen am Markt. Ja, dann kam Mikata. Ich glaube, 35 zu Beginn, das dürfte der Preis gewesen sein. Ein wirklich schönes Mikata, gut verarbeitet. Wir haben hier hinten wieder den kleinen Pin für die versteckte Lanyard-Aufnahme, falls ihr denn vorhabt, eins anzubringen. Der Clip ist in dem Fall nicht mehr umsetzbar. Hier so eine schmale Tasche reinzufräsen, wäre bei Mikata wahrscheinlich nicht möglich gewesen, oder man hat aus Kostengründen darauf verzichtet. Hier sind die Clips einfach nur verschraubt. Typischen, in Anführungszeichen, China gebogenen Blechclips. Allerdings mit der perfekten Spannung, und das sage ich nicht nur so, das ist wirklich so, mit den versenkten Schraubenköpfen. Und der Clip selber ist auch in der Griffschale versenkt. Nicht zu 100% Plan, aber entschuldigt bitte. Es gibt Leute, die zahlen das Dreifache nur für ein paar Griffschalen. Und hier kriegt ihr ein komplettes Sandvik-Taschenmesserchen in einer prima Verarbeitung mit Mikata für 35 Euro. Natürlich war das wieder ein Selbstläufer. Die Dinger sind, glaube ich, nummeriert gewesen. Ich schaue mal gerade nach. Jawohl, hier könnt ihr es vielleicht erkennen. Da ist die kleine 040. Also die waren dann tatsächlich limitiert und nummeriert. Da habt ihr es nochmal 7315 Mikata Green Sandvik 12C27 Stil. Also gut. Insgesamt vielleicht ein bisschen viel der Angaben, aber alles in Ordnung. Auf der anderen Seite dann einfach nur die drei Schriftzeichen des Sanrenmu-Logos. Ansonsten, wie wir das kennen, die wunderschöne hier Humpback-Klinge, nenne ich sie mal, mit der Swatch und dem Nagelhau. Schöner Belly, alles in allem sehr harmonisch, sehr schön ausgeführt. Das Ganze gab es dann auch noch in braunem Mikata mit geschwärzter Hardware und einer schwarzen Klinge. Gleicher Preis, wohlgemerkt, ne? Also alles für um die 35 Euro. Was soll ich sagen? Wenn es hier einen Kritikpunkt gab, dann vielleicht, dass die Rückenfeder ein ganz klein bisschen snappier hätte sein können. Das war bei dem G10-Modell ein ganz klein bisschen besser. Das Feedback war hier,
vielleicht ein ganz klein bisschen befriedigender. Aber wie gesagt, meckern auf ganz, ganz hohem Niveau. Die Teile sind auch so eine Granate. Was soll ich sagen? Michael hat eine neue exklusive Serie in Auftrag gegeben und das erste ist ein ganz, ganz dunkelgrünes, fast schon graues Mikata. Und das habe ich jetzt extra mal so belassen, wie es gerade ist. Das habe ich nämlich vorhin noch verwendet, um Kartons klein zu machen. Das heißt, hier sind dann überall noch ein bisschen Klebereste auf der Klinge. Die Dinger werden von Sekunde 1 an tatsächlich auch genutzt. Das Mikata, meiner Meinung nach, noch mal schöner als bei den vorherigen Modellen. Diese dunkle Variante hier gefällt mir ausgesprochen gut. Es ist hier oben mit der Rückenfeder wunderbar schön glatt verschliffen. Das ist bei Mikata keine Selbstverständlichkeit. Hier haben wir diese wunderschöne samtige Struktur. Alles in allem top verarbeitet. Clip noch mal ein bisschen besser eingelassen als bei den vorherigen. Also hier hat man vielleicht auch ein bisschen noch dazugelernt im Laufe der Zeit. Natürlich ist alles andere gleich geblieben. Die Handlage ist absolute Perfektion. Und wie gesagt, die Dinger sind super tauglich mit einem prima Stahl. Im Budgetbereich mein absoluter Lieblingsstahl. Das muss ich auch dazu sagen. Also ich bin da vielleicht auch ein bisschen voreingenommen. Aber der Sandvik, der 12C27 und auch die in Anführungszeichen größeren Brüder sind meine absoluten ja, Budget-untere Mittelklasse Lieblingsstähle und zwar mit Abstand. Ja, was soll ich sagen? Also das hat es mir schon wirklich angetan. Aber es gibt dann tatsächlich noch eine Steigerung, denn diesmal ist auch ein Denim-Mikata dabei. Ja, und was soll ich sagen? Ja, schockverliebt von der ersten Sekunde, vom Auspacken an. Das Teil ist für mich die Budget-Taschenmesser-Perfektion. Das 7315 war eh für mich schon top-notch. Also ich bin nach wie vor der Meinung, es gibt nichts Besseres in dem Preissegment. Ja, und dann kommt so eine Nummer raus mit einem Denim-Mikata, also einem blauen Mikata. Dann habe ich hier noch eine sehr, sehr niedrige Seriennummer, die 011, erwischt. Was mich auch richtig glücklich macht. Also da, ja, was soll ich sagen? Michael, du hast da wirklich alles, alles richtig gemacht. Du hast dich für die richtigen Materialien, die richtigen Farben entschieden. Das ist einfach nur toll. Ich finde es auch prima, dass das Klingenfinish gegenüber der ursprünglichen Version hin zu so einem eher maschinellen Satin gegangen ist. Ich weiß nicht, ob ihr den Unterschied über die Kamera erkennen könnt. Das hier wirkte eher so ein bisschen ganz fein blasted. Hier haben wir so ein leichtes Satin-Finish. Das gefällt mir noch eine Nummer besser. Also hier stimmt wirklich alles. Angefangen beim Preis, über die Materialien, hin zur Verarbeitung und natürlich zur Tauglichkeit. Wenn die Dinger nichts taugen, wird das alles nichts bringen, aber die sind zudem noch super, super tauglich. Und dann ist ja auch egal, ob du dir morgens deine Mixed Pickles fürs Brot zurechtschneidest oder ob du damit dann auch mal meterweise Karton klein machst. Ja, einfach toll. Und beim Sandvik ist es so, wenn du ein Leder hast und ein schönes Diamantspray oder so, das ziehst du 10 Züge in jede Richtung und dann hast du den auch wieder super scharf für die nächsten Aufgaben. Der hält die Schärfe natürlich nicht ewig, das ist vollkommen klar, da müssen wir auch nicht drüber diskutieren, aber der ist auch schnell wieder scharf zu bekommen. So, und hier 4, 5, 6, natürlich eine deutlich höhere Seriennummer. Da seht ihr aber schon, wo die Reise hingeht. Das sind dann nicht mehr 50, 100 oder 150, die produziert werden, sondern dann sind wir auch schon mal bei ganz anderen Zahlen. Ganz einfach, weil das Teil es verdient. Ne? Und das sage ich nicht einfach nur so. Ich liebe dieses kleine Taschenmesser. Ich finde es toll, dass man hier für kleines Geld auch eine Sammlung beginnen kann, dass man als Einsteiger sagen kann, ja, hier, ich habe das, aber das ist nicht nur plump G10 mit 8CR13, sondern ich habe hier tatsächlich ein schönes Mikata, ich habe hier einen schwedischen Sandvik-Stahl, ich habe eine prima Verarbeitung. Ich habe einen deutschen Shop, der das in Auftrag gegeben hat. Ich habe sogar eine Limitierung und eine Nummerierung. Also das sind schon Argumente, die dafür sprechen, dass man diese kleinen Messerchen gepflegt auch mal sammeln kann. Ja, gibt natürlich immer Leute, die brauchen noch ein paar Daten. Klingenlänge 7,3, Gesamtlänge 16,7 und jetzt schauen wir uns noch mal alle fünf beim Gewicht an. Das Dunkle hier wird wahrscheinlich 1 Gramm schwerer sein, weil da noch Klebereste dran sind. Spaß. Guck, na, muss man hier schon wieder Batterien tauschen, das gibt es ja gar nicht.
Gehen wir dem Alter nach, ne? Die G10-Variante in Gelb-Grün. Ah, hätte er stehen bleiben können. 44,5, wiegt also quasi nichts. Micarta mit schwarzer Hardware und schwarzer Klinge. 43,2. Grün unbeschichtet. Da haben wir es. 44,4 Punktlandung. Dankeschön. Das Dunkle 44,5, also nahezu identisch, ne? Das ist ein Unterschied, den gibt es quasi gar nicht. Und das Blaue 43,9. Das heißt, sie liegen auch quasi nahezu alle zusammen, was das Gewicht angeht. Ne? Könnt ihr sagen, um 44, 45 Gramm. Seltsam, dass das Beschichtete tatsächlich das Leichteste ist. Aber auch hier, ne? Also wenn irgendwas dafür spricht, dass ein Messer ein gutes EDC ist, das ist doch der Punkt, dass ihr es in der Hosentasche quasi nicht spürt. Und das gilt fürs 7315 wie für kaum ein anderes Taschenmesser. Einfach eine fantastische Option. Ganz, ganz lieben Dank, Michael, dass du es möglich gemacht hast, dass ich die Messer hier mal alle vorstellen kann, dass die Teile so eingeschlagen sind. Das war tatsächlich abzusehen, meiner Meinung nach. Ich freue mich, dass das bestätigt wurde. Ich freue mich über jeden, der sich so ein Ding bestellt und dann damit glücklich ist. Ich habe Rückmeldungen bekommen von Leuten, die gesagt haben, ich habe mir das Teil auch mal bestellt und was für ein geiles Messer. Ne, es müssen nicht immer die super teuren Luxustaschenmesser sein, die 300, 400 Euro oder mehr kosten. Manchmal findet man was für 35 Euro oder vielleicht sogar 25 und weiß ganz genau, damit kann ich auch glücklich meine täglichen Arbeiten verrichten. Klar, es hat nichts, um 1 Meter Holz zu spalten, da brauchen wir auch nicht drüber reden. Dafür braucht es dann nochmal anderes Werkzeug. Aber es ist ein fantastisches kleines Taschenmesser. Das soll es gewesen sein. Links selbstverständlich unten in der Videobeschreibung. Grüße raus an den Michael vom Usaya Shop. Tolle, tolle Teile. Nochmal meinen herzlichen Glückwunsch. Da hast du was Tolles am Laufen. Euch allen vielen Dank fürs Zuschauen. Schönen Tag, schönen Abend, wann immer ihr das Video seht. Und ich sage wie immer, wir sehen, hören und lesen uns schon bald wieder. Bis dahin, bye bye.